So, und hier muss jetzt irgendwo ein Secret sein, eine Secret-Wand. Das sieht wie eine Secret-Wand aus. Nope. Unten vielleicht. Und komisch, dass das Bonfire unten im Sumpf nicht als Teleport-Bonfire zählt. Und auch dieses hier, was hier im, wenn man hier rausläuft, ist man ja im Lavagebiet. Das zählt auch irgendwie nicht als teleportierbares Bonfire. Jetzt hier irgendwo ein Secret Wand. Hier? Ja, da kommt man auch nicht drauf. Also normalerweise sind Secret-Wände ja schon irgendwie, sehen sie zumindest so aus wie Secret-Wände. Man erkennt die schon irgendwie. Aber das hat man jetzt ja wirklich gar nicht erkannt. Wie hat denn das jemand gefunden? Ist das da jetzt ein Gegner? Nö, ist nicht anvisierbar. Das ist ein NPC. Oh dear, what have we here? Hau den bloß nicht, okay? Are you a new servant? Seid ihr ein neuer Diener? Ja, klar sind wir. But you have no eggs. No matter. Go along and have audience with Ja, das ist das Gift, weil ich immer noch vergiftet bin. Aber ist gleich weg. Mind your manners. Okay, ich darf zur Lady durch und er denkt, ich bin auch hier so ein Ei-Typ. Geil. Komm, mach mal. Ach, hier, Tatsache, hier ist ein Bonfire. Du willst einen Eierkopf. Ja gut, ich habe ja hier. Ist das das, wofür man das hier braucht? Dieses Eibeseitiger habe ich ja aus irgendeinem Grund einen. Ist das das? Kriegt man einen Eierkopf? Man kann immer noch mit dem reden. Und hier ist. Oh, noch ein Quelak. Hier ist noch eine zweite Quelak. Und die sollte genauso wie Quelak mal zum Friseur gehen. Geht ja gar nicht so lange Haare. Und überhaupt nicht gepflegt. Die sollte die mal abschneiden. Sich einfach mal so einen Bob machen oder so. Das würde passen. Bei Quela genauso. Ein Bob wäre genau das Richtige für die. Das ist die Stepsis. Oh, ist die stuck oder was? Ist echt so. Die Stepsis ist stuck. Reden wir gleich. Aber erst reden wir kurz hier noch mit Eierkollege. What is it? Go along and meet our fair lady. Geht und trefft unser holdes Fräulein. Ja, okay. Machen wir dann doch dann mal. Ist sie auch redbar, oder was? Tatsache. Und die ist auch. Sieht gar nicht mal so böse aus. Fragezeichen. Estus Flakon. Ah, die ist ein Feuerhüter. Die ist eine Feuerhüterin. Okay. Eid leisten. Will ich nicht. Ich will bei Solaire bleiben, reden. Okay, die kann nicht reden. Die ist stumm. Hat sich ja gelohnt. Aber ich meine, für das Bonfire. Das ist jetzt das Teleport-Bonfire. Das ist ja fies, oder? Das im Sumpf ein Bonfire ist, was nicht teleportierbar ist. Das 2 Meter weiter von hier ein Bonfire ist, im Lavagebiet, was nicht teleportierbar ist. Und ausgerechnet das, wo man sich teleportieren kann, das in einem total fies versteckten Secret. Das ist schon dreist. 3 ST ist das. Man kann mit ihr reden, wenn man den richtigen Ring hat. Habe ich den richtigen Ring? Steht hier irgendwo dran, rede mit Stepsis. Schon so ein Abstand schreiben, das sind alles normale. Fluchresistenz, Ring der Opferung, Trägefunktion. Versteckt Wunde. Würde ich jetzt nicht sagen, oder? Dass ich da einen Ring habe, womit ich mit der reden kann? Achso, der sagt was Neues. If you need something, ask me first. Ach, guck mal, der kann auch was machen. Ausrüstung umwandeln. Ah, der kann die Pyromantieflamme upgraden. Okay. Gegenstand kaufen. Liste der Diener. Prüft Liste der Diener der Töchter des Chaos. Okay. Der ist nicht so einfach zu bekommen. Gute Frage, habe ich vergessen. Okay. Liste der Diener. Braucht man sowas? Braucht man die Liste der... Oh gut, kostet nur 500. Holen wir uns mal. Zack. Reden. There is no time for idle chat. Think only of our fair lady and what she may need. There is nothing to say to you, except if you lay a hand on the fair lady, you should be prepared to face my wrath.
Jetzt könnte, was ist, wenn wir in die reinkloppen? Wird der dann böse oder was? Können wir überhaupt in die reinkloppen? Okay. Jetzt gucken wir mal, was ich da gerade gekauft habe von dem. Die Liste der Diener. Da. Prüft die Liste der... Okay, benutzen geht schon mal nicht. Anzeigen. Online-Spiel. Achso, prüft Liste der Diener des Chaos. Der Eiträger Eingi für diese Liste all jener, die seiner Herrin, einer Tochter des Chaos, dienen. Eingis Lob verdient sich, wer genug Menschlichkeit darbietet, um das Leid seiner Herrin zu lindern. Doch was ist Eingis Lob wirklich wert? Okay, ist ein Online. Es ist der Old Witch Ring. Ja, der Hexenring. Den konnte man als Starter-Item. Den konnte man als Starter-Item aussuchen. Das stimmt. Und dann kann man mit ihr reden, oder was? Okay. Krass, also das sind Schwestern und die eine ist lieb und die eine ist böse, oder was? Und ihre Schwester haben wir jetzt umgebracht und das stört sie hier auch anscheinend überhaupt gar nicht. Und Eingi, der ist sowieso total verpeilt und checkt überhaupt nicht, was abgeht. Und haben wir jetzt hier hinten noch wie eine Secret-Wand? Das schreit doch nach Secret. Nope. Okay. Richtig diepe Lore da. Ist echt so. Okay, da haben wir jetzt wenigstens, jetzt haben wir aber wenigstens ein Teleport-Feuer. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir ein Teleport-Feuer. Und jetzt müssen wir noch das andere Secret holen. Was auch noch im Sumpf. Und das ist aber in diesem Baum drin. Und das ist anscheinend ein komplett neues Gebiet, wo wir schon hätten reingehen können. Snuggly for Sunlight Maggot. Achso, dadurch kann ich den Ring bekommen. Gut, aber Sunlight Maggot habe ich auch nicht. Was auch immer das ist, aber ich habe es nicht. Das weiß ich mit Sicherheit, dass ich nicht Sunlight Maggot habe. Kein richtiges Gebiet. Okay. Egal, werden wir gleich sehen. Also ich muss jetzt im Nachhinein sagen, die Four Kings, die waren gar nicht so schwer, wenn man genug DPS hat und wenn sie nicht ihre scheißigen Attacken machen. Wenn die das hintereinander chainen, die Explosion und den Grab, was alles eine riesen Reichweite, dann ist das richtig scheiße. Und wenn die dann noch diese Lichtdinger rumschießen, die vielen kleinen Lichtlaser und auch diese Scheibe, dann sind die, glaube ich, richtig kacke. Und man muss einfach Luck haben, dass sie das nicht machen. Dass die nur mit ihren Schwertern zuhauen. Ich meine, da habe ich mich zwar auch wie der letzte Depp angestellt, weil ich immer zweimal zugehauen habe. Anstatt einmal zuhauen, Attacke dodgen, einmal zuhauen, Attacke dodgen, habe ich einfach immer zweimal zugehauen, was total dumm war. Und ich wusste das und habe es trotzdem nicht anders gemacht. Aber dann gehen die eigentlich, sind die nicht so schlimm. So, und wo ist jetzt dieser Baum, zu dem ich hin muss? Jetzt müssen wir nach einem großen Baum suchen. Aber schon nett. Ach so. Okay, nicht nochmal komplett mit allem drum und dran, okay. Wo ist jetzt hier der größte? Hier sieht man doch einen großen Baum. Wo kommen die Äste her? Von da hinten. Ach ne, da! Da ist ein riesengroßer Baumstamm. Ja, da waren wir aber doch schon. Da war eine Kiste drin. Da war irgendwie so ein Holzschild oder sowas. So eine Plankenschild hieß es, glaube ich. Boah, dass ich noch weiß, wie die Items hießen, die ich gedroppt habe. Krass. Man nennt mich auch das Dark Souls Lexikon in Insiderkreisen. Stimmt, da war eine Kiste drin. Genau, hier waren die Schleimis. Machen wir mal kurz weg den Assi hier. So, zack. So. Nichts gedroppt. Hinter dieser Kiste ist die Wand. Einer der besten Ringe ist im Baum. Okay. Ach, hier. Und jetzt ist hier hinter... Ach nee, war gar keine Kiste. War eine Leiche. Und hier ist jetzt... Tatsache. Hier ist Tatsache. Und hier ist eine Kiste. Es ist keine Mimik. Und hier ist jetzt nochmal eine Wand, oder was? Tatsache. Wer kommt denn auf sowas? Also ich meine, es ist ja schon das mega ultimative Luck, dass man überhaupt das Secret findet und dass man dann hinter der Kiste nochmal guckt, ob es noch weitergeht. Das ist schon echt krass. Die große Leere. Also warte mal, jetzt kann man wieder Havels Ring reintun. So. 2012, 10 Game Design, ja. Curse Incoming, oh.
Kommen jetzt wieder die Augenfrösche oder was? Ich habe mich aber beim ersten Mal, wo ich auf die getroffen bin, in der Tiefe nicht cursen lassen. Nicht cursen lassen. Obwohl mich alle da reinbaiten wollten. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Nice. Okay, ist das hier auch ein Teleport-Leuchtfeuer? Okay, dann gucken wir mal. Hier sieht's scheiße. Oh, geht das da? Hier sieht's scheiße aus. Ach du Scheiße. Da ist ein. Okay, weg ist er. Da liegt Loot. Da liegt Loot. Da muss ich hier aber rein. Ne, da ist ein Loch. Wie droppe ich denn da rein? Ne, hier bin ich schon wieder zu tief. Ich muss von oben reindroppen. Verschlungene Tiefen, ist echt so, ne? Wir sind hier in verschlungenen Tiefen. Ich muss hier reindroppen, aber ich darf nicht in das Loch fallen. Also von hier aus vielleicht. Yes, okay, gut. Chlorantiering. Die Hitboxen der Wurzeln sind wanky. Okay, wir gucken jetzt mal, was der Klosteinringer wieder heißt kann. Ich habe falsch rumge... Ja. Beschleunigt Ausdauer. Oh, auch nicht schlecht. Das ist bestimmt voll OP, oder? Diesen Ring zusammen mit dem Graswappenschild und dann noch zusätzlich hier die grüne Blüte. Dann hat man bestimmt die übertriebene Ausdauer-Rack, oder? Achso, guck mal, hier ist der Schatten von der Leiche, die hier oben drüber liegt. Der ist nice. Ja gut, der ist nice, aber brauche ich nicht, weil ich muss, damit ich überhaupt einigermaßen meine Armors tragen kann, muss ich die beiden Ringe, die ich schon habe, muss ich tragen. Havels Ring und Schutz der Gunst. Dann noch Maske des Sprösslings. Gregowatz, danke für deinen Follow. Da ist auch... Boah, hier liegt überall Loot rum. Ach du Scheiße, man muss jetzt hier auch noch auf irgendwelchen... Oh, das habe ich nicht gesehen, dass das so knapp ist. Roter Brocken, okay. Bonker, ey, es ist echt so. Ah, da ist auch noch Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr rüber, oder? Doch. Scheiße, jetzt, hier gibt's ganz viele verschiedene Wege und überall liegt Loot rum. Ah, und hier sind diese Assis. Nein. 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 Nein, nein, nein. Nicht vergiften lassen oder Dingsen. Ich hab mir so Schiss davor gemacht. Ich habe zwar noch nicht gesehen, was dann passiert, aber ich will es auch nicht ausprobieren. Auge des Todes. Das sind doch die Augen, Leute. Ihr habt mir am Anfang gesagt, diese großen, runden Dinger hier sind nicht die Augen von denen. Aber ich habe gerade ganz offensichtlich ein Item eingesammelt, was genau so aussieht und was Auge des Todes heißt. Also sind das die Augen von denen. Hier geht's wieder hoch? Das ist der Rückweg, oder was? Nee, die haben echt andere Augen. Ganz klein. Übersetzungsfehler. Ach, heißen die auf Englisch nicht Auge des Todes? Hier kam ich her. Die ist dumm. Vielleicht sind es ihre Bubas. Das kann sein. Das sieht auch so ein bisschen so aus, ne? So ein bisschen könnte das schon sein. So ein bisschen sieht so aus. Vielleicht heißt das Item auf Englisch ja Boobs of Death. Da sehe ich wieder Loot, aber weiter unter mir irgendwo. Da ist auch Loot. Oh, das liegt auch noch immer so beschissen in irgendwelchen Ecken. No! Englisch kann jeder Frosch übersetzen, ja. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ach so, hier drauf. Oh, das ist hier. Was ist das hier für ein Gebiet? What is this?
Was ist das hier? Beat? Blauer. Da ist eine Leiter? Ich habe hier noch keine einzige Leiter. Und vor allem, kommt man hier jemals wieder weg? Was ist denn? Ich meine, klar, ich komme weg. Wenn jetzt auch nur irgendwo hier wieder ein Bonfire ist. Gut, es war am Anfang eins. Aber ich tippe mal drauf, dass unten auch eins ist. Wenn jetzt hier jemals ein Bonfire kommt, komme ich hier auch wieder weg. Aber was ist denn, wenn man hier keinen Teleport hat? Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier weg, wo ich jetzt gerade bin? Okay, so. Hier ist auch irgendwo eine Glitzerkröte. Ich habe gerade schon eine Glitzerkröte gesehen, die ist aber verschwunden. Da ist noch... Boah, scheiße, wie komme ich denn jetzt hier noch tiefer? Und vor allem, wie komme ich da auf den Ast, wo diese Leiche drauf liegt? Muss ich jetzt hier wieder hoch? Nee. Ich gehe mal da drauf. So. Jetzt bin ich zu tief für die eine Leiche, oder? Ah, nee. Ah, ich bin direkt drüber. Nice. Nein! Oh, noch mehr von den Krötoiden. Nein! Noch mehr. Oh. Junge, übertreib mich hier mit deinem Scheiß. Okay, da geht's wieder hoch. Ich bin an dem einen Loot, bin ich aus Versehen vorbeigeeiert. Ich höre immer noch Gegner irgendwo. Ich gehe nochmal kurz hoch. Aber ganz schön hoch. So hoch will ich eigentlich. Ich will eigentlich nur zu dem einen Loot, der da auf dem Ast liegt. Hier kriegt man... Jede Leiche hier hat Upgrade-Materialien. Scheiße, ich kann nur wieder ganz hoch. Na, so eine Scheiße. Die finde ich nie wieder, die eine Leiche da unten. Und vor allem den Weg, den ich gegangen bin, um nah an diese Leiche ranzukommen. Da komme ich nie wieder hin. Aber man kann anscheinend wieder zurück. Man kann auch wieder hoch. Hallo. Hallo. Was ist das hier für ein Scheiß? Hier eine unsichtbare Wand, oder was? Jetzt weiß ich, was du meinst mit die Ranken sind janky. Ey, ich komm hier nicht mehr hoch. Oh, so geht's. Oh. Wo war denn jetzt? Da ist dieses Arschloch, aber da muss ich erstmal hinkommen. Hier war der, genau. Roter Brocken, okay. Wie kommen wir jetzt von hier aus weiter? Ach so, oh, guck mal. Oh, 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 da bin ich aber schnell abgeschmiert gerade, ey. Nein, da ist schon wieder irgendein Vieh, was mich gesehen hat. Ich will nicht. Ich habe so einen Schiss jetzt. Ach, hier wäre eine Leiter gewesen. Hier wäre ihre Leiter gewesen. Man trifft die nicht. Man trifft diese Viecher nicht. Und beschissen lässt sich hier auch noch laufen. Der Baum ist auch ein Boss. Ja, ich merk's. So. Also hier sind auch Leitern. Hier sind auch Leitern, die nach unten führen. Das heißt, wo ist die nächste
Wo ist, ah, guck mal, der hier macht, der macht Yoga und hat sogar noch ein Item für mich. Ah, wieder, Buba des Todes. Guck mal, hier ist nur eine Leiter nach oben. Leiter nach oben. Da liegt nochmal Loot. Da liegt schon wieder Loot. Da muss ich wo drauf? Ich kann es nicht erkennen. Auf den da. Auf den Ast muss ich. Nein! Nein! Ich bin tot. Was war denn das jetzt für ein Abschmierscheiß? Oh nein! Was war denn das jetzt für ein komisches zur Seite wegrutschen Kack? Oh. Das, die Sache ist, genau, das ist auch noch total janky hier, dieser Baum, ja? Also ich meine, wenn man schon so ein Gebiet macht, dann sollte das Gebiet auch funktionieren. Auch gerade, wie ich da total komisch an diesem einen Ast rumgeglitscht bin, um überhaupt wieder nach oben zu kommen. Ja, das heißt... Oh. Toll. Nice. Graue Scholle sogar bekommen. Also wenn man schon so ein Gebiet baut, was einen herausfordern soll, Jumping-Puzzle-technisch, dann sollte es aber auch funktionieren. Boah, hier sind überall, guck mal, hier sind überall die Glitzerfrösche. Oh, 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 oh. Nein. Okay, man kommt aber immer zu spät an. Das war jetzt wieder total unnötig risky. Nur weil ich die Glitzertypen gesehen habe, dachte ich, ich muss jetzt hier Gas geben. Und das wäre fast wieder in die Hose gegangen, deswegen. Das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier mal einen auf... Wir machen jetzt hier mal einen auf safe. Aber Loot will ich trotzdem mitnehmen, wenn ich schon Loot sehe. Jetzt sind hier erstmal wieder die Froschoiden. Wo sind sie? Genau, das war das obere Gebiet. Hier gibt es zwei Ebenen mit Fröschen. Er ist aber gut ausgewichen, der Kollege. So. Hier ist noch eine Leiter, die ebenfalls runtergeht. Die nutzen wir auch. So, und hier war das Gebiet, wo ich abgeschmiert bin. Das heißt, hier müsste auch irgendwo mein... Oh, oh. Mein Loot... Na, hier liegt mein Loot. Nice. Holen wir uns gleich. Aber erstmal hier... Es läuft sich hier aber auch so... Selbst die Gegner bleiben hier alle 2 Meter an irgendwas hängen. So. Jetzt mache ich das jetzt nochmal. Springe ich jetzt nochmal da auf diesen Buggy-Ast oder lasse ich sein? Ich wurde durch irgendein random Ding, was irgendwo da ist, wurde ich zur Seite gedrückt. Habt ihr das jetzt gesehen? Ich wurde einfach links, zack, weg. Ich glaube, es sollte sich wirklich... Oder gucken, ob es eine andere Möglichkeit dahin gibt. Der Ast ist kein guter, ja. Der Ast wird kein guter sein. Der Ast ist steinig und schwer. Es gibt andere Wege. Okay, gut. Dann das wäre jetzt auch meine nächste. Nein, nicht Google. Okay, gut, habe ich gesagt. Ist jetzt auch meine nächste Variante. Wäre jetzt meine nächste Variante. Und jedes Mal hier wieder runtereiern. Mann. Jankbaum. Ist hier los? Dieser Jankbaum geht mir auf dem männlichen Geschlechtsorgan. Immerhin kommt man hier ganz chillig runter. Was sagt Fusek? Tor für St. Pauli, oh. Ist aber nicht gut. Ach, plus 2 Tore, stimmt. Gut, gut, dass wenigstens einer aufpasst. Aber das ist gut, das ist also, da, ich brauche auch jemanden, der da aufpasst. Von daher ist das super, dass du das machst. Plus 2 Tore, gut. Haben wir gemacht.
verpiss dich, du Mopsauge. Möpseauge sind das. Möpseauge, so heißt, glaube ich, die offizielle Bezeichnung von denen. Mopsaugen heißen die. Die gehen mir auf den Sack, die Teile. Okay. Ich habe jetzt gerade den Weg übrigens gesehen, den man runtergehen kann, nämlich hier. So, wo war denn jetzt überhaupt diese Leiche, die ich eigentlich haben wollte? Da, man kommt da nicht anders hin, man muss von da runter droppen. Es gibt keinen anderen Weg dahin, aber das mache ich jetzt nicht. Der fuckt mich ab, dieser Ast. Scheiße, was ist, wenn da was Gutes ist? Was ist, wenn da der absolute Mega-Zerstörer 3000 drin ist in der Leiche? Was ist, wenn da jetzt der Jedi-Streitkolben drin ist? Der Jedi-Streitkolben plus 20. Der Ring war das Beste im Baum. Okay. Wo war das Ding jetzt nochmal? Ich bin schon wieder komplett lost. Ne, hier war das gar nicht, hä? Wo war das denn jetzt? Bin hier total dumm? Wo war das? Hier, ne? Der... Nee. Doch, der Ast. Warte mal, kann ich von hier aus vielleicht hin? Ich rutsch gleich bestimmt wieder irgendwie seitlich. Weil man hier nie sehen kann, wie die... Yes, weißer Brocken. Genau das wollte ich. Es war leider nicht der... Nicht der Zerstörer 3000. Oh. Pilze! Oh, guckt mal! Wir haben hier wieder Pilzfreunde, aber diesmal sind die anscheinend böser auf mich. Die ersten Pilze, der ist gerade voll auf mich zugesprintet, der Kollege. Das haben die ersten paar Pilze nicht gemacht. Oh, große gibt's auch. So, sind die jetzt hier aggressiv oder nicht? Hat ihr das gesehen? Der ist hingefallen. So, machen die jetzt hier was? Oh, die sind böse. Guck mal, wie die kleinen Babys Faustballen und mich verprügeln wollen. Und die fallen aber erstmal, wenn sie auf einen zugerannt kommen, fallen sie erstmal auf die Fresse. Was ist jetzt los mit denen, ey? Warum sind die alle... Boah, es sind aber viele, ey. Die verprügel ich jetzt nicht alle. Hä, war hier nicht gerade noch ein Durchgang? Oh, oh. Oh, oh. Nicht stacken lassen jetzt irgendwo. Oh, Scheiße. Nein, natürlich sind die Scheißwurzeln im Weg. Verpiss dich, du Kleiner. Sorry, Leute. Nicht verpiss dich. Ihr seid eigentlich meine Freunde. Sorry, Freunde. Oh. Boss. Das wäre fies, wenn jetzt ein Bossfight kommen würde. Es ist kein Bossfight, okay. Aschesee. Ein Bonfire. Ein Bonfire. Da gehen wir jetzt hin und feiern. Am Bonfire. Oh, sind wir jetzt Asche? Oh, hier sieht aber ganz cool aus. Aschesee. Krass. Oh. Schon wieder eine Hydra. Ist das die gleiche Hydra? Hat die uns schon gesehen? Ist das die gleiche Hydra von Dings? Kann die oder das gleiche? Die war ja nicht so schwer. Jo, ciao, Nico. Die kommt auf uns zu. Ich hol mir erstmal das Bonfire. Das war wahrscheinlich die schlauere Idee.
Vielleicht erstmal das Bonfire holen. Hier gibt es tatsächlich Musik, wow.